Hi Leute, ich bin Miguel Gomez und dies ist der Jahrhundert des Wandels Podcast. Heute ist der 5. September 2011. Meinen Blog findet ihr unter jahrhundertdeswandels.blogspot.com. Nun zum heutigen Thema. Es geht um den Schulzwang und die damit abtrainierte Lust am Lernen und Wissen. Schulpflicht bringt Unfreiheit. Wir wollen, dass es grundlegend andere Schulformen gibt und dass niemand gezwungen wird, eine Schule zu besuchen. Anstelle der Schulpflicht soll jeder ein Recht auf selbstbestimmte Bildung haben. Anwesenheitspflicht. Die Schulpflicht bedeutet für rund 10 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, dass sie sich je nach Bundesland 9 oder 10 Jahre lang an ca. 200 Tagen im Jahr für jeweils einige Stunden in einer staatlichen oder vom Staat anerkannten Schule einzufinden haben. Dass junge Menschen überhaupt dazu verpflichtet werden, so viel Zeit an einem Ort zu verbringen, den sie sich nicht selbst aussuchen können, ist allein schon ein gewaltiger Einschnitt in ihre Freiheit. Das tatsächliche Ausmaß der Unfreiheit hängt jedoch davon ab, wie die zu besuchenden Schulen beschaffen sind. Bevormundung im Schulalltag. Die staatlichen und ebenso die meisten nichtstaatlichen Schulen sind von einem erheblichen Machtgefälle geprägt und weitgehend autoritär ausgestaltet. Die Lehrer geben Anweisungen und die Schüler müssen sich unterordnen. Obwohl Kinder von Natur aus sehr lebendig und ständig in Bewegung sind, werden sie verpflichtet, für mehrere Stunden täglich stillzusitzen. Obwohl gerade der Austausch mit anderen Kindern ihre sozialen Fähigkeiten stärkt und Kinder am besten von anderen Kindern lernen, dürfen sie sich außerhalb der Pausen nicht mit ihren Freunden austauschen. Sie müssen tun, was auch immer der Lehrer von ihnen verlangt. Und sie müssen ihre natürliche Bereitschaft zum Wissenserwerb einem unnatürlichen 45-Minuten-Takt unterordnen. Selbst wenn sie aufs Klo gehen wollen, muss der Lehrer das erlauben. Auf die Interessen der Schüler wird so gut wie keine Rücksicht genommen. Sie sind dem Belieben der Lehrer ausgeliefert. Die eigene Meinung der Schüler zählt meistens nicht. Auf ihre Wünsche und Bedürfnisse kommt es nur nach Gutdünken der Lehrer an. Allerdings ist auch der Spielraum von Lehrern, die Schülern mehr Freiraum gewähren wollen, recht eingeschränkt, da sie als Lehrer einen Staatsauftrag zu vollstrecken haben und dazu angehalten sind, die Oberhand über die Schüler zu behalten. Fremdbestimmtes Lernen. Kinder sind von Natur aus neugierig und lernen ohne jeden Zwang alle möglichen Dinge. In herkömmlichen Schulen werden Kinder und Jugendliche genötigt, Dinge zu lernen, die andere Leute ihnen vorsetzen und die sie womöglich gerade nicht wichtig finden. Schülern wird nicht nur vorgeschrieben, was sie lernen sollen, sondern auch, auf welche Weise sie lernen sollen, zu welchem Zeitpunkt und von welchen Leuten. Durch eine Vielzahl kleinerer und größerer Leistungskontrollen und ihrer Benotung wird versucht, auch unwillige Schüler auf Kurs zu halten. Die ursprüngliche Freude am Lernen geht so bei vielen Schülern mit der Zeit verloren. Während die meisten Kinder in den ersten Schuljahren noch relativ gerne zur Schule gehen und mit einem großen Teil der zu lernenden Sachen etwas anfangen können, ist in höheren Klassenstufen bei einem erheblichen Teil der Unterrichtsinhalte für viele Schüler nicht erkennbar, wozu sie gut sein sollen. Vieles ist für sie schlicht belanglos, manches lediglich zu ausführlich. Die Schüler haben unterschiedliche Interessen und werden dennoch genötigt, alle weitgehend das Gleiche zu lernen. Manch einem mag das zunächst nicht sonderlich schlimm erscheinen, aber wer kennt das nicht? Jemand erzählt einem lang und breit seine Lebensgeschichte oder etwas anderes, das einen gerade gar nicht interessiert. Man versucht freundlich, das Gespräch zu beenden, aber der andere erzählt einfach immer weiter und lässt einen auch nicht gehen. Man langweilt sich und hofft weiter auf ein baldiges Ende oder eine Fluchtmöglichkeit. So weit, so unangenehm. Absurd würde es, wenn man von dem ungebetenen Erzähler nun auch noch aufgefordert würde, wiederzugeben, was er einem zuvor erzählt hat, und man anschließend von ihm mitgeteilt bekäme, ob man es gut gemacht hat. Im alltäglichen Leben würden die meisten Menschen das als Zumutung empfinden. Für Schüler ist das Alltag. Sie müssen sich auch dann jahrelang mit den von anderen vorgesetzten Inhalten befassen, wenn sie sich ausdrücklich nicht dafür interessieren. Jene Schüler hingegen, die an einem Unterrichtsthema interessiert sind, fühlen sich oft unterfordert. Indem der Unterricht auf ein Lernen im Gleichschritt ausgelegt ist, wird ihre Neugier ausgebremst. Die Schüler sollen sich nicht für Dinge interessieren, die im Unterricht noch nicht dran sind. Es geht uns aber nicht nur darum, ob die in der Schule behandelten Unterrichtsinhalte sinnvoll sind. Wir kritisieren vielmehr, dass der Staat überhaupt seinen Bürgern vorschreibt, was diese zu wissen und zu denken haben. Das eigentliche Problem sind unserer Meinung nach nicht die veralteten Lehrpläne, sondern der Lernzwang als solcher. Erziehung. Die Schule ist jedoch nicht nur auf Wissensvermittlung angelegt, sondern sie verfügt auch über einen Erziehungsauftrag. Auch wenn sich die heute propagierten Erziehungsziele stark von den früheren Zeiten unterscheiden und geradezu fortschrittlich klingen und die Prügelstrafe längst abgeschafft ist, so ist doch die gesamte Funktionsweise der Schule nicht geeignet, freiheitliche oder demokratische Werte zu fördern. So wird zwar beispielsweise behauptet, die Schule solle zum selbstständigen Denken erziehen, faktisch passiert aber durch die für eine Zwangsschule charakterisierten Erscheinungen genau das Gegenteil. Die Schüler lernen, das zu tun, was ihnen gesagt wird. Die Erziehung ist in der heutigen Staatsschule allgegenwärtig. Stillsitzen, nur auf Kommando sprechen oder handeln, Gehorsamspflicht dem Lehrer gegenüber, sich wiederholende Aufgaben, Disziplinierung und Selektion durch Noten, Klingelzeichen, Rituale und starre, nicht veränderbare Regeln. Übliche Bestrafungsmethoden sind an die Tafel holen, Vergabe schlechterer Zensuren, Strafaufgaben, Tadel und Verweise,
Mitteilung an die Eltern bzw. Gespräche mit den Eltern und ähnliches. Und demokratische Strukturen. In der Schule wird ganz offensichtlich Herrschaft über die Schüler ausgeübt. In einem demokratischen Staat sollte man erwarten, dass die Beherrschten zumindest prinzipiell die Möglichkeit haben, das Zusammenleben nach ihren Vorstellungen zu verändern. In einer herkömmlichen deutschen Schule haben Schüler diese Möglichkeit nicht, obwohl sie den bei weitem größten Anteil der an der Schule tätigen Menschen ausmachen, nämlich über 90%. Obendrein entspricht die Durchsetzung der in der Schule geltenden Regeln nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen, denn de facto liegen Beschlussfassung, Umsetzung der Beschlüsse und Bearbeitung von Beschwerden meist in einer Hand, sei es die des Lehrers, des Direktors oder der Schulverwaltung. Wer einer Regelverletzung beschuldigt wird, gilt nicht so lange als unschuldig, bis seine Schuld nachgewiesen wurde. Nur noch eine Anmerkung. Die Schulpflicht wurde in Deutschland durch die Nazis im Rahmen des Reichsschulpflichtgesetzes eingeführt. Das war 1938 und nannte sich Schulzwang. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Das Einzige, was man in der Schule lernt, ist sich zu unterwerfen, in Ärsche zu kriechen und eines Tages traurig zu sterben, das Erdulden von Schmerz, das Missachten der Stimme des Herzens, sein wahres Gesicht gut hinter Masken zu verbergen. Sollte ich mal Kinder haben, werde ich sie bewahren, vor der Gleichschaltung des Staates, vor dem kollektiven Wahn, der schiefen Bahn. Ein natürlicher Protest auf ein groteskes System, das jeden mit Druck so stresst, bis zuletzt der Hilfeschrei der Seele völlig verstummt. Schweigender Mund. Die Finger wund vom Schreiben. Sie unterweisen uns in Akzeptanz von Unterdrückung, bis wir so werden wie sie. Und dann heißt es herzlichen Glückwunsch. Seh die grauen Herren aufschwärmen. Liebe der Liebe schon in der Wiege von Gaunern und Blutsauger beraubt. Der Zauber geklaut, was die Trauer erbaut. Bis die Aura verstaubt, bei Kälte, die zu schaudern erlaubt. Geraufte Zeitrosen schneiden Philosophen zum Mike. Vogelfrei prophezeien von der Verlogenheit und Todesschreien unserer Kinder. Innerlich erstickt im Keim, ich sehe weit auf gerissene Augen weinen, wie die Heilige Maria. Deren blutige Tränen uns schämen lassen im Schatten der Wahrheit. Will Mahlzeiten gehen, die wir hassen, Regen prasselt auf die Erde. Sie reinigt sich selbst vom Geschwür des Menschen, von all diesem Neid und dem Geld. Wassermassen lassen Gassen und Straßen überfluten, Abendbluten, Tagebuchschriften verwischen. Ich hab genug von der Plage, dem Fluch, dem Ruf nach Hab und Gut. Arbeitsblut klebt am Westen, der das Kreuz auf der Fahne trug. Der Erbarmen ruft mit niedergemetzelt, ohne Gefühle. Ey, ich fühle tief in mir mit Wagemut und suche Manitou. Religionen kommen und gehen, nur Gott bleibt bestehen. Muss wir dann sehen, wie wir nur noch fünf an Leben gegen ihn die Hand erheben, nur noch vom Verstand erheben.